Hi und herzlich willkommen zu Ofen offen. Heute zeige ich dir, wie du eine Blitztomatensoße aus diesen 5 Zutaten machst, die super, super lecker und aromatisch ist. Hintergrund ist der, du kommst nach Hause, hast keine Zeit und willst schnell Mangiare machen und dann brauchst du eben die schnelle Tomatensoße. Dafür benötigen wir Tomaten aus der Dose, Basilikum, Knoblauch, Salz und Olivenöl. Das war's auch schon. Wir legen direkt los damit, den Knoblauch zu schneiden. Den schneide ich in große gefällige Scheiben, so gibt er sein volles Aroma ab. Wer ihn nicht mag, kann ihn aber trotzdem aussortieren. In einer Pfanne erhitzen wir auf mittlere Hitze das Olivenöl und lassen dort dann den Knoblauch sanft vor sich hin dünsten. Auf keinen Fall wollen wir, dass der braun wird. Dann geben wir unserem Basilikum im Ganzen hinzu. Ich benutze so 3 bis 4 Stängel inklusive der Blätter. So kann ich ihn später schön wieder raussortieren. Dann lassen wir uns von der Gehilfin mal ein Brillenputztuch für das ganze Öl, was da rumspritzt, geben, um das Objektiv wieder zu säubern, um dann festzustellen, dass wir die Kamera nicht mit haben laufen lassen. Die Tomaten kommen jetzt zu unserem Knoblauch und unserem Basilikum. Das wird alles miteinander ordentlich verrührt und jetzt kommt der Trick. Volle Pulle 20 Minuten kochen lassen. Ich nehme nicht umsonst eine Pfanne. Ich brauche die große Fläche, dass möglichst viel verdampft und verdunstet und so der ganze Geschmack in die Soße reingehen kann. Hätte ich einen Topf, wäre die Fläche mir viel zu klein. So kann ich das schön 20 Minuten vor sich hin köcheln lassen und beispielsweise die Pasta nebenbei schon vorbereiten und köcheln lassen. Nach 20 Minuten wandert der Basilikum dann aus der Soße wieder heraus. Jetzt kann man mal wunderbar sehen, wie sämig und dickflüssig die Soße geworden ist. Das meiner Meinung nach liegt an der Pfanne und an der Power, die wir der Soße gegeben haben. Das Olivenöl erscheint hier ein bisschen viel, ist aber Geschmacksträger, ist für meine Begriffe immens wichtig für die Soße. Ihr könnt ihr nochmal sehen, was ich vorhin meinte mit den Knoblauchscheibchen. Zack, bumm, da sind sie weg. Wer das nicht mag, kann die sich später ganz entspannt aussortieren. Zum Schluss salzen wir nur noch die Soße, wem Pfeffer fehlt. Ich brauche den bei der Soße nicht. Kann man aber natürlich da auch noch dazu fügen. Und jetzt braucht es nur noch abgeschmeckt zu werden. Ja, ist ein bisschen heiß, müssen wir ein bisschen warten. Aber die Soße ist absolut bombastisch für, Klammer auf, 20 Minuten, bis sie vor sich hinköcheln lassen. Klar, da fehlt Weißwein, Zwiebeln, das ist keine klassische italienische Tomatensauce, die du 1-2 Stunden Tage einkochen lässt. Aber für ich komme nach Hause, will das mal schnell essen, ist das die perfekte Blitztomatensauce, möchte ich fast sagen. Also Freunde, hat mir Spaß gemacht, wir sehen uns, macht's gut, bis dahin, ciao.